Herzlich willkommen bei Raum für Notizen. Mein Name ist Laurenz Klespe. Mama, tu mal die Möhrchen, das sang bereits schon Helge Schneider. Und heute in der Sendung soll es auch um Möhrchen gehen. Ich habe mir dafür ins Studio Anja Pilipenko eingeladen. Sie ist Vorstandsvorsitzende vom Möhrchenpark e.V. Wir wollen in der kommenden halben Stunde Ihrer Arbeit und dem Projekt und dem Verein mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Anja, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich freue mich auch, weil du hast uns ja auch schon gleich was mitgebracht, was man wunderbar als Einstieg benutzen kann. Ich halte das mal so ein bisschen in die Kamera. Das ist euer, ich stelle das mal hier so nach vorne, wenn man das so erkennt. Das Möhrchen ist ja euer Markenzeichen. Huch. Das ist unser Symbol und unser Glücksbringer. Euer Glücksbringer. Gibt es da eine Geschichte, die dahinter steckt? Also warum dieses Möhrchen? Ehrlich gesagt, es stecken ganz viele Geschichten dahinter. Die Möhre gab es schon immer auf dem Tisch. Und wenn es um die Gestaltung oder um die Konzipierung des Möhrchenparks ging, dann natürlich kam man darauf, dass wir grundsätzlich an das Unmögliche glauben und das wahr machen. Und Möhrchen als Märchen hat sich in diesem Namen verkörpert. Und wer hat sich das ausgedacht? Warst du das? Nein, das war nicht ich. Es waren meine Kollegen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau, aber die Möhre lag schon immer auf der Zunge. Wenn man jetzt Möhrchenpark hört, weiß man jetzt nicht unbedingt, was man sich darunter vorstellen sollte. Magst du das vielleicht mal ganz kurz beschreiben? Was ist der Möhrchenpark? Im Großen und Ganzen ist der Möhrchenpark die gemeinnützige Seele des Projektes Holzmarkt. Möhrchenpark ist nicht ein Park, der auf dem Gelände abgetrennt existiert, sondern das sind Qualitäten, Aktivitäten, Projekte und Bürgerinteressen, die sich in alle Bereiche des Holzmarktes integrieren. Und es geht um die Begrünung der Fläche, es geht um die Erschließung der Fläche, es geht um die Verwirklichung von Ideen, die von außen kommen. Und Möhrchenpark ist ein gemeinnütziger Bürgerverein, das heißt, dass die Bürger organisieren sich selber. Das ist eine Plattform für ein bürgerschaftliches Engagement mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, urbanes Gärtnern, Gestaltung der Freifläche, aber auch alles Mögliche. Wir überlegen, was für Workshops wir für die Mitglieder oder für Außenstehende machen, um die Umweltbewusstsein zu fördern. Zusammen mit Mitgliedern bauen wir den Uferwanderweg auf dem Gelände Holzmarkt. Das wird der erste Uferwanderweg, erschlossene Uferwanderweg, der von den Mitgliedern selbst gebaut wurde. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir diese Chance hatten und dass unsere Mitglieder und Unterstützer wirklich so engagiert und so aktiv und also mit dem Herzen daran hängen und das tatsächlich mit der Hand und mit dem Herz machen. Jetzt hast du gerade den Holzmarkt erwähnt. Jetzt muss man sich quasi den Möhrchenpark als Teil dieses Holzmarktgeländes vorstellen. Wird das eine zusammenhängende Fläche sein oder ist das so auf verschiedene Parzellen unterteilt? Also wie könnte man sich das so ein bisschen veranschaulichen? Das wird nicht unbedingt eine zusammenhängende Fläche sein. Man muss es auch, also die Entwicklung des ganzen Projektes in Stufen oder in Schritten vorstellen und vielleicht in der ersten Phase jetzt im Sommer wird es mehr oder weniger zusammenhängende Fläche mit Gemüsebeeten und kleinen Gartenanlagen sein. Und dann zusammen mit dem Holzmarkt werden wir wachsen. Und die Idee ist, dass der Möhrchenpark sich überall wiederfindet. Das heißt, wir wollen die Fassaden begrünen, wir wollen hängende Gärten haben, wir wollen Weidenalleen, wir wollen Open-Air-Ausstellung aus Möhrchenholz so weit, wie die Fantasie reicht. Mhm. Also das werden wir sehen und grundsätzlich ist es so, dass der Möhrchenpark sich überall wiederfinden muss und in den Holzmarkt tief integriert und verwickelt werden muss. Also ja, man merkt, ganz oberstes Credo ist so die Bürgerpartizipation. Wie kann man Mitglied werden beim Möhrchenpark? Kann das rein theoretisch jeder werden? Ganz einfach. Es kann grundsätzlich jeder Mitglied werden, der die Idee unterstützt und der sich mit einem Mitgliederbeitrag 25 Euro im Jahr dem Verein einschließt. Also man kann über die Webseite sich anmelden oder man kann bei unseren Veranstaltungen
sich anmelden. Es finden regelmäßig Möhrchendecken auf dem Katerflohmarkt statt. Mhm. Und ich glaube, es ist schon eine integrierte Institution beim Katerflohmarkt, Möhrchendecke. Da kann man sich auch anmelden. Aber am einfachsten über die Webseite oder per E-Mail. Super, also schon alles abgedeckt. Jetzt hast du gerade gesagt, 25 Euro. Finanziert sich der Möhrchenpark jetzt nur über die Mitgliederbeiträge? Oder wie genau stellt ihr das, könnt ihr das finanziell aufstellen? Nicht nur. Grundsätzlich kann der Verein sich über die Mitgliederbeiträge finanzieren, über Spenden, Sponsorengelder, über Sachspenden auch. Außerdem durch solche Veranstaltungen wie Möhrchendecke sammeln wir auch kleinere Beträge ein und verwenden sie für die Aktionen, die für unseren Zweck relevant sind. Nun bist du ja der quasi seit der allerersten Stunde dabei, weil du auch im Vorstand bist, machst das ja zu zweit. Ihr beiden zu dritt. Achso, Andi, genau. Und also eine Schatzmeisterin gibt es, glaube ich, noch. Ja. Ne? Was genau ist dann eigentlich dein Aufgabenbereich? Beziehungsweise wie sieht dein Alltag aus, wenn du jetzt sagst, ich stehe morgens auf, und wie sieht ein Möhrchentag, ein Möhrchenparktag aus? Ich muss sagen, ich mache es nicht alleine und nicht zu dritt. Wir sind drei Vorstände, aber wir haben ein ganz tolles Team. Wir haben mehrere Arbeitsgruppen, die sich aus den Mitgliedern gegründet haben, und die sind auch sehr aktiv. Ich bin zwar Gründungsmitglied, also einer von 7 Gründungsmitgliedern von Möhrchenpark e.V., jetzt sind wir fast 500. Und ich beschäftige mich hauptsächlich damit, dass das Vereinsleben zusammen mit dem Holzmarktleben im Einklang kommt und dass das die Vereinsstimme auch laut und präsent wahrgenommen wird. Ja. Und das, also Vorstandsfunktion ist eher administrative Aufgabe. Das hat sich so entwickelt, dass ich mich hauptsächlich mit Gruppenleitern treffe und dann überlegen wir, wie wir weiter vorgehen, was wir machen wollen. Und dann operative Struktur hatte ich auch jetzt schon quasi vom Vorstand entkoppelt. Mhm. Die Menschen arbeiten auch viele selbstständig und unsere Kommunikations-AG, die wird von Sandra Schäfer geleitet, die ist sehr aktiv und macht ganz viel. Und dann Möhrchendecke, Merchandising, Bella macht ganz tolle Einhörner. Ja, ich habe auch gerade schon gesehen, du hast mir auch schon so einen Button mitgebracht vom Möhrchenpark. Da sieht man das Logo auch nochmal, euer Einhorn mit dem... Unser Glücksbringer, der durch das Gelände galoppiert. Ja, das ist, finde ich super. Den mache ich jetzt auch mal gleich aus solidarischen Gründen ran. Man muss vielleicht dazu sagen, du bist ja ehrenamtlich beim Möhrchenpark. Was machst du eigentlich? Du bist ja eigentlich beim Holzmarkt. Du bist ja quasi auch Teil der Familie. Es ist eine große Möhrchenfamilie. Ja, Holzmarkt, Möhrchenpark, GOK. Also das sind die Säulen, die das Projekt ausmachen, die das Projekt tragen. Und das ist alles entstanden aus dem gleichen Möhrchensaft, würde ich sagen. Und daher, die Idee des Möhrchenparks ist in unserem Team entstanden, sodass, warum muss diese Entwicklung der Freifläche von oben vorgesetzt werden? Warum sollen wir es nicht einfach den Bürgern überlassen, da mitzumachen? Dann haben wir den Verein gegründet und zuerst war ich und mein Kollege Simon, der auch beim Holzmarkt arbeitet, die Vorstände, und dann hat es sich entwickelt, dass es mehrere Leute dazu kamen. Beim Holzmarkt bin ich auch, also für den Holzmarkt arbeite ich. Und wie gesagt, wir machen alles selber. Wir sind ein großes Team. Holzmarkt-Team unterstützt auch den Möhrchenpark. Und das ist quasi der große Bruder vom Möhrchenpark. Kater Holzig unterstützt auch den Möhrchenpark. Und wir machen alles zusammen. Und da ist die Trennung quasi überflüssig, würde ich so sagen. Aber
Die Vereinsaktivitäten sind für uns alle ehrenamtlich. Mhm. Keiner verdient das Geld damit, das ist ein gemeinnütziger Verein. Mhm. Ja, man müsste jetzt vielleicht mal dazu sagen, das vielleicht auch ein bisschen erklären. Eigentlich war ja geplant, das als Mediaspray, also bevor die sich die Holzmark EG gegründet hat, in einer großen radikalen Bebauungsphase mit Hochhäusern zuzupflastern. Mhm. Wie habt ihr das im Endeffekt dann doch geschafft? Stichwort Abendrot geschafft, das als gemeinnützige Fläche nutzen zu können? Dazu muss ich sagen, dass diese ganze Fläche wird nicht als gemeinnützig benutzt. Es gibt gemeinnützige Bereiche auf dem Holzmarkt. Ursprünglich, also in der Mediaspray-Alter, entstand der Bebauungsplan für dieses Gelände, welches eine sehr massive Bebauung vorgesehen hat. Und also es ist immer noch möglich, auf dem Gelände extrem hohe Baumasse zu realisieren. Den Machern des Holzmarktes war von Anfang an bewusst, dass weder sie selber noch die Nachbarn noch die ganze Stadt so eine massive und ich werde keine Adjektive weiterverwenden, so eine Bebauung braucht oder will. Das, was die Stadt wünscht oder woran sich die Bürger sehen, konnte man bei der Abstimmung im Jahr 2008. Das war der Volksentscheid. Genau, sehen. Und das war klar, dass die Bürger wünschen sich ein offen und frei zugängliches Spreeufer und einfach eine Naherholungszone. Mhm. Das haben wir wahrgenommen, das haben wir auch reflektiert und nicht nur für die Außenstehenden, sondern auch für uns. Also die Gegend hat keine Infrastruktur, es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten, es gibt keine Grünflächen und das Gelände liegt direkt im Zentrum von einem Wohnviertel. Es ist klar, es fehlt die Seele, es fehlt das Herz. Das, was wir realisieren wollen, ist ein Kiez mit Einkaufsmöglichkeiten, mit Amüsements, mit Aktivitäten vieler Art, mit ganz vielen kreativen Projekten, mit Kunst, Kultur, Theater, Werkstätten, Heimwerker, Designer, das, was sich die Seele wünscht. Und das, was auch für die, also für die gesamte Stadt einen großen Mehrwert bringt. Das, was auch Lebensqualität ausmacht. Ja, auf jeden Fall. Bezüglich des Volksentscheids, das sagt ihr auch ganz schön auf eurer Website, mit dem Argument, wer will den Mörchenpark? Alle, weil es waren ja im Endeffekt 87%, glaube ich, die für diese Freiflächennutzung sozusagen gestimmt haben. Jetzt hast du das gerade angesprochen, da gibt es Theater, da soll es Clubs geben. Man kann auch selber Sachen anbauen. Wie wird sich das genau gestalten? Also ist das wirklich realisierbar? Also wenn ihr im Sommer fangt ihr an, 2013 zu bauen, geht das dann so nach und nach oder kommt das alles auf einmal? Wie genau wird das dann aussehen? Das weiß ich zum Glück nicht, wie es dann am Ende genau aussehen wird. Darauf bleiben wir alle gespannt. Der Plan ist, dass das ist das Ganze organisch entsteht. Mhm. Das wird auf gar keinen Fall auf einmal tack gebaut oder es wird schrittweise entstehen und im Sommer 2013 beginnen wir auf einem Teil des Grundstücks mit den Zwischennutzungen, weil bis wir ordentlich bauen dürfen, müssen wir noch warten. Aber es gibt ganz viele Ideen, es gibt kreative Projekte, es gibt Aquaponik-Dom, was jetzt im April auf das Gelände kommt. Es gibt Möhrchenbeete, die Mitglieder vom Möhrchenpark werden die ersten Gemüsebeete anbauen und selber Rosen-Möhrchenbeete anlegen und pflegen. Es entsteht der Uferwanderweg. Genau, da hattest du das schon. Dann wollen wir ganz viel Kultur ermöglichen und was die Projekte selber angeht, zur Frage, was da möglich ist oder was kommt, da kann man sich mit eigenen Projekten und Ideen bei uns bewerben, also beim Holzmarkt. Und wenn die Projekte, die
zur Seele des Holzmarkts passen, die wirklich dem Dorf und dem Gesamtprojekt einen gewissen Mehrwert bringen und die auch synergetisch mit existieren können, werden aufgenommen und da bewirbt man sich quasi für die Fläche auf dem Dorf. Ist das, du hast uns ja hier was mitgebracht, Aquaponik nennt sich das. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was ist das? Ist das auch so ein Projekt, wo sich einer von euch beworben hat oder stammt das aus eigenen Reihen? Das Projekt kam aus das ist eigene Initiative. Aquaponik ist quasi ein Gewächshaus, wo die Fische und Pflanzen einander befruchten. Okay. Und das wollten wir unbedingt ausprobieren, wie das funktioniert. So ein Projekt gibt es in Basel. Mhm. Ähnliche Projekte gibt es auch in New York. Ich glaube, in New York gibt es auch wirklich sehr weit entwickelte urbane Landwirtschaft. Mhm. Und auf dem, im kleineren Rahmen wollten wir es jetzt im Sommer starten. Und wenn es gut funktioniert, wenn es richtig gut schmeckt, wenn die Möhre nach Möhre schmeckt und Fisch nach Fisch, dann wollen wir es auf dem Holzmarkt oder auf dem Eckwerk, auch ein, das ist auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, auf dem Dach entstehen lassen. Und genau, und das ist quasi so ein Experiment, was, was wir zusammen mit mehreren ermöglichen wollen, weil es geht um die Crowdfunding-Kampagne. Also der Holzmarkt bietet an, dass diejenigen, die sich dann beteiligen, bekommen ganz unterschiedliche Angebote. Man kann gemeinsam diese Gemüse und Fisch verzehren. Es wird was Schönes gekocht. Es wird ein Erntefest geben und man kann auch korporative Führungen beantragen, bekommen, machen lassen. Ja, ist ganz, ganz spannend. Ja, klingt wahnsinnig spannend. Ich habe bezüglich dessen allerdings eine Frage. Es ist ja auch geplant, dass unter anderem auch zum Beispiel sich Unternehmen, gerade so Startups und so, als mit Büroräumen da einmieten können oder in Büroräumen dort einmieten können. Aber wie wollt ihr das bezahlbar halten? So ein bisschen, die Prämisse ist ja bei euch auch, das günstig zu halten und das erschwinglich für jeden zu machen. Wie schafft man das? Weil das ist ja wirklich eine 1A-Lage direkt an der Spree. Ja, die Frage ist ziemlich komplex in dem Sinne, dass man im Projekt selber unterscheiden muss. Es gibt mehrere Bereiche. Es gibt das Dorf, wo man sich einmieten kann mit Projekten, Ideen und so weiter. Und dieses Dorf wird gebaut mit Hilfe oder mit dem Mittel, was wir über die Genossenschaft einsammeln. Der Eckwerk, wo es um die Startups, Gründer, neue Technologien, Studentenwohnungen geht, das ist ein separates Teil, weil, wofür es ein anderes Modell gibt. Und selbstverständlich hat man sich Prinzipien gesetzt, dass der Raum bezahlbar werden muss, weil Kreativen, die erst vielleicht beginnen mit ihren Ideen und ihrem Werdegang, können nicht solche Mieten wie am Hackischen Markt sich leisten. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Und für unterschiedliche, also unterschiedliche Teile des Holzmarktes werden wir unterschiedliche Modelle festlegen. Und was das Dorf angeht, da gucken wir natürlich auch individuell. Der Bäcker, der mit seinen Brötchen Geld verdient oder die Brötchen verkauft, hat ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten als der Künstler, der Bilder malt. Oder der gemeinnützige Verein, der sich mit einem Büro ansiedelt. Und da reden wir mit jedem Einzelnen, der sich für den Holzmarkt oder für das Dorf oder auch für die Fläche interessiert. Und man kommt im Dialog auf. Also auf eine gewisse Einigung. Man guckt, wie es eben synergetisch sein kann, weil die Räume müssen synergetisch genutzt werden, weil der Raum knapp ist. Und das, was wir wollen, ist eben so viel wie möglich Freifläche zur Verfügung zu stellen. Also es muss ein Balance hergestellt werden. Habt ihr da, es soll jetzt beispielsweise unter anderem auch einen Club geben, aber halt auch ein Angebot für Kinder, dass dort junge Familien hingehen können. Direkt im Club. Direkt im Club. Habt ihr da vielleicht nicht auch manchmal Befürchtungen, dass sich da eventuell auch Interessengruppen in die Quere kommen könnten? Warum?
Ich weiß jetzt nicht so, vielleicht, dass der eine denkt so, nee, ich will die lieber feiern und der andere sagt, nee, also ich möchte lieber... Die Kinder wollen feiern und die Eltern wollen lieber Möhren anpflanzen. den Club wird es geben, der Club ist Pächter auf dem Gelände. Mhm. Es wird ein Restaurant geben, es wird ein Kids-Club geben. Das heißt, also, es wird zwei Clubs geben. Mhm. Club für die Erwachsene und Club für die Kleinere. Mhm. Also daher sehen wir kein Problem. Jeder wird seine Nische finden. Ja. Die Kleinen gehen in ihren 24 offenen Kids-Club und die Größeren können sich auch im Bereich Club und anderweitig irgendwie aufhalten. Ja, also das Gelände ist zwar nicht riesig, aber groß genug, um unterschiedliche Interessen in eine harmonische Koexistenz zu bringen. Und das ist eben das Schöne daran, dass man auch mehrere Altersgruppen, mehrere Schichten, mehrere Interessensgruppen zusammenbringt. Und das scheint zu funktionieren. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Du hast mal gesagt in einem Interview, Freiflächen werden immer weniger, gesichtslose Glasfassaden immer mehr. Bist du kein Fan moderner Architektur der Berliner Innenstadt? Also Fan von Berliner. Also störst du dich so ein bisschen an diesem Einheitsbrei, der ja doch irgendwo vorherrscht, gerade so Friedrichstraße, die Ecke und sowas? Ich bin sehr selten auf der Friedrichstraße. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie die aussieht, ehrlich gesagt. Ich wünsche mir mehr lebendige Strukturen. Ich glaube, Architektur ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die nicht statisch ist. Es gibt keine Architektur als solche. Es gibt Architektur als Instrument. Mhm. Leben und Bedürfnisse in eine gewisse Form zu bringen. Und ich finde es extrem spannend, wenn die Architekten eben diese Bedürfnisse wahrzunehmen und diese umsetzen. Neue Wege finden, um Ressourcen, Interessen, Bedürfnisse oder auch Nutzergruppen wahrzunehmen und zu reflektieren. Und aus diesem Sinn bin ich ein großer Fan der Architektur. Okay. Aber Glasfassaden, es können auch schöne Glasfassaden sein. Man sieht eben nicht so viele in gewissen Stadtteilen. Ja, ich frage das nur deswegen, weil inwiefern würdet ihr euch sozusagen auch als Gegenbewegung zu dieser Radikalbebauung sehen, der Mediaspree? Also das Wort gegen, oder ist das ohne jetzt? Geht natürlich nicht, aber ich würde eher sagen, dass wir eine Alternative dass wir eine Alternative zu dieser Bebauung sind. Mhm. Also Bebauung ist nichts Schlimmes an sich. Mhm. Also ohne Bauen entsteht kein Haus. Mhm. Aber dass man, wie ich eben gesagt habe, dass man die Bedürfnisse auch von einfachen Menschen, von den Menschen, die direkte Nutzer von der Fläche sind oder Nutzer der Stadt oder Stadtbewohner sind, wahrnimmt und diese in dieser Bebauung auch reflektiert, das ist wichtig und das haben wir auch versucht und nach meinem Gefühl gelingt es uns, weil der Mönchenpark wächst wie ein Oasengarten. Ja. die Genossenschaft gewinnt immer mehr Unterstützer und wir kriegen ganz viel positives Feedback aus der Presse, von den Medien, von Nachbarn und das Projekt wird immer voller mit Energie, die von außen kommt. Und daher glaube ich, dass die Alternative, die wir anbieten oder die wir auf die Beine stellen, ist keine Gegenbewegung, sondern eine Fürbewegung. Das ist sehr schön. Ihr habt ja, weil du gerade von Feedback sprachst, auch Rückhalt zum Beispiel von dem Bürgermeister Kreuzberg-Friedrichshain, Franz Schulze, der gesagt hat, Berlin braucht preiswerte Wohnungen und Freiräume. Inwiefern habt ihr aber vielleicht auch mit Konkurrenz oder mit Neidern zu kämpfen? Von Anfang an waren wir sehr transparent, was unsere Pläne angeht, was unsere Ziele und Ideen angeht. Und das hat natürlich, das war einerseits ein Risiko für uns, dass die Konkurrenten oder die anderen Interessenten, wo es um das Grundstück ging, also wir haben uns in diesem Sinne gleichzeitig greifbar und angreifbar gemacht. Okay. Und dadurch, dass wir
uns immer sicher waren, dass wir das Richtige tun, haben wir unsere Idee an die Menschen gebracht und die Menschen haben es verstanden, wahrgenommen und sich auch dafür ausgesprochen. Deshalb hat es uns auch Stärke gegeben und was die Konkurrenten angeht, ja, also jetzt im Nachhinein kann man sagen, dass wir eben das Richtige gemacht haben, dass wir immer zu unserem Angebot, zu unserem Konzept standen, dass durch die Unterstützung von mehreren Akteuren und auch aus der Öffentlichkeit alleine unser Projekt an Stärke gewonnen hat. Und ja, wir waren treu uns selber und unserem Konzept und da muss man nicht viel über die Konkurrenten reden. Ja, das kann man vielleicht so stehen lassen. Als abschließende kleine Frage, wann wird das Mörchen endlich wahr? Also wann ist es fertig? Beginnen tut es im Sommer. Habt ihr einen Zeitplan, wann das endgültig fährt? Wann man ihn selber in den Mörchenpark kann? Oh, du sagst, wann wird das Mörchen endlich wahr, wann wird es fertig? Wenn das Mörchen fertig wird, das heißt, das ist das Ende des Mörchens. Mhm. Okay, gut. Es wird kein Ende geschrieben, das Mörchen ist schon begonnen. Am 1. Mai wird das Mörchen groß zelebriert und das Mörchenfest soll nie zu Ende sein. Man kann schon auf den Mörchenpark, man kann schon Projekte beginnen, man kann sich schon einbringen und wenn es um konkreten Anbau von Gemüse geht, dann ja, 1. Mai. Okay, super. Aber das Mörchen, der erste Kapitel wurde schon geschrieben. Schön, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass das weiter alles so reibungslos läuft und auch schnell vonstatten geht. Hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt beim Zugucken und danke. Falls ihr jetzt den Beitrag verpasst haben solltet, dann ist das gar kein Problem, denn ihr könnt euch einfach unter www.alex-berlin.de/mediathek reinklicken und euch dann dort in Endlosschleife anschauen. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Auf die Möhre fertig los. Auf die Möhre fertig los ist gut, ja.